ist wieder Zeit für Hauptsache gesund. Schön, dass Sie dabei sind. Egal, ob wir Radfahren, wandern oder einfach nur spazieren gehen, Bewegung tut unserem Körper immer gut. Liebe Anne, aber wie wirkt sich denn die Natur im Allgemeinen auf unseren Körper aus? Die Natur hat zahlreiche positive Effekte auf unsere Gesundheit. So zum Beispiel dient der Wald als ein natürlicher Staubfilter und liefert unglaublich viel Sauerstoff. Das heißt, wenn wir durch den Wald laufen und tief einatmen, können wir auch wirklich all unsere Zellen mit Sauerstoff versorgen. Mhm. Und die Bäume liefern auch Botenstoffe oder geben Botenstoffe ab, welche sich positiv auf den gesamten Körper auswirken und auch auf unser Immunsystem. Und zudem ist natürlich auch der Blick ins Grüne etwas total Entspannendes und ja, man hat einfach eine innere Ruhe und Balance, wenn man in der Natur ist. Auf jeden Fall. Wie kann ich denn jetzt aber diesen positiven Effekt so richtig auskosten? Sinnvoll ist es, dass wir achtsam durch die Natur laufen. Wie oft passiert es dann einfach, dass wir mit verschlossenen Ohren, verschlossenen Augen, wie Scheuklappen durch die Natur laufen und durchsprinten, ohne einen Blick nach links und rechts zu riskieren? Also ich kann jedem nur anraten, mal die Augen zu öffnen, mal den Geräuschen der Natur zu lauschen, das Vogelgezwitscher, die Bäche oder auch einfach nur die Bewegung der Blätter im Wind wahrzunehmen und auch das, was wir mit dem Auge wahrnehmen, unsere kompletten Sinne mit einzubeziehen, das Grün der Natur, aber auch die verschiedenen Brauntöne in der Natur, die wir haben, die Blüten. Auch das, allein dieser Fokus auf etwas Neues, schafft es, dass wir dem Gedankenkarussell, den wir im Alltag haben, entfliehen können. Mhm. Und interessanterweise schafft man es in der Natur auch relativ schnell auf neue Ideen und auf kreative Ideen zu kommen. Anne, du hast ja jetzt schon einiges angesprochen, aber nochmal konkret, reicht das wirklich aus, wenn ich ganz doof gesagt mich auf eine Parkbank setze im Grünen und einfach die Natur genieße? Ja, das hat natürlich einen positiven Effekt, aber im sinnvollsten Fall verbinden wir das mit Bewegung, denn Bewegung intensiviert diesen positiven Effekt der Natur nochmal. Und es spricht aber natürlich nichts gegen eine kurze Pause in der Natur. Super. Anne, wieder zahlreiche Tipps, die man definitiv anwenden kann. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gehört. Wenn Sie unterwegs sind, einfach mal nach links und rechts schauen, was Sie da entdecken, da werden Sie große Augen machen. Also, in diesem Sinne, alle weiteren Folgen unseres Gesundheitsmagazins finden Sie selbstverständlich auf rnf.de. Machen Sie es gut!